Hallo und herzlich willkommen im Wald. Jetzt muss ich doch mal einen ganz kleinen Making-of-Kommentar machen. Wir machen ja jetzt hier für unseren Adventskalender meistens am Tag mehrere Videos, damit wir dann schon ein bisschen was vorbereitet haben. Deswegen sehe ich dann auf mehreren Videos exakt tüpfelgleich aus, weil es halt simultan bzw. direkt nacheinander gedreht ist. Und nur so Making-of-technisch, das ist der Platz, an dem wir auch unseren Nikolaus zu Ende haben gehen lassen. Und der Platz, an dem wir Suppe kochen und der Platz, an dem ich noch was erzählen darf. Weil Zeiteffizienz, ne? Während jetzt Frau am Suppe vorbereiten ist, hier im Hintergrund. Ich möchte nicht aufs Bild. Nein, darf ich jetzt eben entsprechend was erzählen. So, ja, das wollte ich nur kurz anmerken. Wenn das einer der letzten Teile ist, der reinkommt. Ja. Gut, aber dann wissen Sie ja zumindest jetzt, wie das Making-of-mäßig so ein bisschen funktioniert. Also Suppe und Nikolaus habt ihr zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gesehen. Sinn und Unsinn von Winter-Wildtierfütterung. Da müssen wir jetzt erstmal unterscheiden. Wildtier, das ist ein weiter Begriff. Das umfasst eigentlich alles, was hier irgendwo unterwegs ist. So. Das würde bedeuten, dass wir jetzt im Prinzip differenzieren müssen zwischen Vögeln und Reptilien, die man im Winter im Regelfall eher nicht füttert. Aber der Gag bei Winterfütterung ist, eigentlich steht es im Gesetz, im Jagdgesetz so drin, dass eben in der Notzeit wild gefüttert werden kann oder muss, je nach Bundesland, je nach Nation auch. Österreich ist da ein bisschen schärfer drauf als wir. In der Schweiz spielt das auch eher eine untergeordnete Rolle und da ist man recht locker, was das Thema angeht. Aber Österreich ist relativ heftig am Füttern. Bayern hat halt auch Gebirge, und zwar hohes. Und dementsprechend spielt es da auch nochmal eine größere Rolle, wobei man Bayern technisch auch wirklich differenzieren muss, ob man jetzt eben von Nordbayern, also geografisch Nord, ich weiß, das heißt Franken, spricht, oder eben von tatsächlich Ober-Ober-Ober-Bayern, also kurz vor der österreichischen Grenze, wo natürlich nochmal andere Bedingungen fürs Wild herrschen. So, grundsätzlich, wenn man von Wildtierfütterung spricht, dann meint man selten Vögel, auch wenn die auch Wildtiere sind. Und man meint auch selten einen Fuchs, einen Dachs, einen Marder, Mäuschen oder sonstige Wildtiere, die streng genommen auch durchaus welche sind, sondern gemeint ist im Regelfall das Schalenwild. Schalenwild umfasst Wildsau, Reh, Gams, Steinbock, Rothirsch, Stammwild, wo es vorkommt. Und das sind auch schon die häufigsten Vertreter. Ja, kurze Liste. Zu den Vögeln möchte ich allerdings doch einen kleinen Exkurs machen. Viele von uns haben ja ein Vogelhäuschen im Garten hängen. Das ist durchaus nicht ganz unumstritten. Ja, also Vorteil ist natürlich, die Vögel kommen und mampfen da was. Ist das schön? Ja, das ist großartig. Also ich persönlich gucke denen da auch super, super, super gerne zu. Und das ist natürlich sauspannend, welche Vögel da jeweils so vorbeikommen. Der Vorteil ist, die kommen gut durch den Winter. Der Nachteil ist, wenn dann die Zugvögel zurückkehren oder in Populationen, wo es Teilzieher gibt, sprich manche fliegen weg, andere bleiben da, beeinflussen die eben durch unsere Fütterung teilweise das Verhalten der Teilzieher, weil die eher da bleiben werden, in Anführungszeichen, wenn sich's rumgesprochen hat, dass man über den Winter gut gefüttert wird und die dann auch einen gewissen Lerneffekt haben, wenn sie wiederkommen nach anstrengendem Flug. Und ihre Kollegen, die da geblieben sind, sind alle dick und fett, weil sie den Winter über hochenergetische Nahrung in beliebigem Ausmaß bekommen haben. Dann muss ich nächstes Jahr auch nicht weg, so in dem Stil. Also das heißt, wir beeinflussen ein bisschen das natürliche Verhalten. Der andere Nachteil ist eben auch für die Zugvögel, wenn die dann wiederkommen und die Standvögel sind alle dick und fett und haben quasi 0, gar keine Verluste erlitten und sind hervorragend im Futter und denen geht's tipptopp, dann haben die einen Konkurrenzvorteil schlicht und ergreifend. Und dann kann es bei Flächen, die sowohl von Zugvögeln genutzt werden wollen, so als Rastplatz und zum Krafttanken und weiterfliegen, da kann es dann schon zu deutlichem Konkurrenzkampf eben mit den Standvögeln kommen, die dann eben durch ihren Fütterungsvorteil so fit sind, dass die Zugvögel sich gegen die nicht durchsetzen können, weil so ein Zugvogel halt 100% bio ernährt wird, also sprich aus der Natur, oder sich halt eben selber ernährt, nicht ernährt wird.
Und das ist dann schon so ein Faktor. Also man greift da mit der Vogelfütterung schon ein wenig ins Ökosystem ein. Ein Kompromiss, der empfohlen wird, ja, kann man sich jetzt dran halten, wäre im Grunde auch sinnvoll, aber ja, ich kann aber wirklich auch verstehen, wenn jemand gerne Vögel futtert. Ne? Ja, wie dem auch sei jedenfalls, der Kompromiss wäre, dass man dann wirklich nur dann das Futterhäuschen voll macht, wenn es wirklich knallekalt ist und wenn auch noch Schnee liegt. Ja, weil Schnee ist für die meisten unserer heimischen Vögel wirklich ein Faktor, wo die dann ein Problem haben, wo sie dann wirklich gucken müssen, dass sie zurechtkommen und wo dann die natürliche Mortalität, also die Absterberate, auch zuschlägt und die Vogelpopulation etwas dezimiert. In Anbetracht dessen, dass in unserer Kulturlandschaft Vögel ohnehin nicht allzu viel gut lachen haben, Waldvögel mal abgesehen, die haben sich in letzter Zeit wieder ganz gut erholt, da die moderne Forstwirtschaft eben auch mit viel Totholz und viel Rückzugsgebieten und mehr Struktur im Wald arbeitet. Und das ist noch nicht so lange der Fall. Und seit wir das aber machen und seit diese Flächen, die da eben strukturreicher und totholzreicher und so weiter und so fort sind, auch mehr zunehmen, beginnt auch, dass die Vogelpopulation im Walde, insbesondere reine Waldvögel, die draußen außerhalb vom Wald so überhaupt nichts zu suchen haben, wie Specht oder auch Eulen, oder die sind auch meistens im Wald unterwegs, die beginnen sich wieder zu vermehren. Und das ist eine gute Nachricht. Ja? Und die füttert man im Regelfall auch wenig, sofern man jetzt nicht direkt am Waldrand wohnt. Mein Onkel hat da eine entsprechende Futterkrippe und füttert schon seit Jahren, und da kommt inzwischen alles vorbei, was es so gibt, inklusive Specht. Und das ist auch nochmal so ein interessanter Faktor, den man bei der Vogelfütterung dann aber auch wirklich, wenn man das schon fair machen möchte, dann sollte man diesen Faktor auch akzeptieren, denn wo viele kleine Singvögelchen zusammenkommen, da kommt dann auch gerne mal der Raubvogel vorbei und holt sich dann einen kleinen Vogelsnack. Ja? Und das gehört halt auch irgendwo dazu, und ja, aber ich wollte ja darauf eingehen, die Vögelchen, die draußen im Wald und Flur, in Feld und Flur unterwegs sind, die sind schon nach wie vor am Zurückgehen, und da sieht es überhaupt nicht gut aus für die. Und da kann man jetzt also mit dieser Erkenntnis auch argumentieren, weshalb man die natürliche Mortalität im Winter so gering wie möglich halten möchte. Damit halt eben wenigstens durch diesen Faktor nicht noch mehr Vögel das Zeitliche segnen. Wenn sie schon ohnehin keinen brauchbaren Lebensraum haben, dann sollen sie doch wenigstens, wenn sie dann bei uns in die Stadt kommen, da was finden. Also ich kann dieses Argument jetzt aus Tierfreund-Sicht, kann ich das definitiv nachvollziehen. Ja, gut. Das zur Vogelfütterung. Weiter geht's mit dem Schalenwild, bei dem das eben eine noch größere Rolle spielt und bei Jägern hochgradig umstritten ist. Grundsätzlich sieht das Bundesjagdgesetz, das ist nämlich das Gesetz, das dafür zuständig ist, vor, dass Wild zur Notzeit gefüttert werden darf. Die Bundesländer können das im Einzelnen speziell regeln, so wie sie es für richtig halten, wie die jeweiligen Bedingungen bei ihnen nun mal sind. Wichtig, es darf, nicht es muss und auch nicht es soll. Es ist so eine kann und mag möglicherweise Sinn machen Regelung. Bisschen veraltet, bisschen durchaus viel diskutiert, aber gucken wir uns mal beispielsweise Baden-Württemberg an. In Baden-Württemberg sind Fütterungen von Wildtieren nicht vorgesehen. Es ist streng genommen sogar verboten zu füttern, mit der kleinen Ausnahmeklausel, dass die obere Jagdbehörde in ganz gravierenden Ausnahmefällen beim Eintreten einer Notzeit die Fütterung kurzfristig mal erlauben kann. So. Jetzt ist halt die Frage, gibt es überhaupt diese Notzeit, insbesondere jetzt in Baden-Württemberg? Und diese Frage kann man aus wissenschaftlicher Sicht mit einem ziemlich eindeutigen 99-prozentigen Nö beantworten. Also aus wissenschaftlicher Sicht, Wildtierökologie, Wildtierphysiologie und so weiter und so fort. Und normalerweise lege ich ja großen Wert auf differenzierte Darstellung bei jagdlichen Themen. Aber in diesem Fall ist das dann halt wirklich... Es ist halt einfach was anderes, ob man das tatsächlich untersucht, ob man wirklich die Physiologie der entsprechenden Tiere auf biologischer Ebene untersucht, sich deren Stoffwechsel
anguckt oder ob man da einfach irgendwelche Erfahrungswerte altgedienter Jäger heranzieht. Letztere sind selbstverständlich auch wichtig und sollen und müssen eine Rolle spielen für verschiedene jagdliche Entscheidungen. Und wenn es um Jagdtechnik und Jagderfahrung und die Art und Weise, wie man jagt und solche Sachen geht, dann spielt das auch mit Sicherheit eine Rolle. Aber in diesem Fall handelt es sich wirklich um ein rein biologisches Thema und da sind die zuständigen Leute eben Biologen und die sind sich ziemlich einig, dass physiologisch gesehen mit einer Notzeit in Baden-Württemberg, selbst in den Hochlagen des Schwarzwalds, nicht so richtig zu rechnen ist. Grund: der Wildtiere, die Schalenwildtiere, von der Wildsau mal abgesehen, aber die findet im Winter ja auch ganz gut was und die Wildsau muss jetzt nun wirklich niemand füttern, von der haben wir echt genug. Aber Reh und Hirsch im Wesentlichen, Hirsch meint Rotwild, die haben doch einen so angepassten Stoffwechsel, dass sie im Winter ihre Stoffwechselaktivität unglaublich runterfahren. Das weiß auch jeder, das ist unter Jägerschaft durchaus bekannt und ist mit einer der Gründe, weshalb man im Winter eben aufpassen soll, dass man das Wild nicht stört, weil sie mit diesem runtergefahrenen Stoffwechsel auf Minimum Kalorien im Schongang sich auch fortbewegen und nicht groß rumspringen und gemütlich unterwegs sind. Und wenn man die dann stört und sie müssen dann plötzlich doch noch flüchten und müssen einen Gang höher schalten, dann bringt sie das erstens völlig aus dem Rhythmus. Zweitens müssen sie den Stoffwechsel schlagartig hochfahren, den kann man so schnell nicht wieder runterfahren. Und sie verbrauchen dadurch dann halt doch erheblich mehr Kalorien, als eigentlich vorgesehen ist. Und dieser Kaloriensparmodus kann dann so nur begrenzt funktionieren. So, dazu vielleicht später noch ein paar Takte mehr, aber grundsätzlich hat man auch schon viele Versuche durchgeführt von Wild im Gatter, die man dem Winter über mit massiv Futter ausgestattet hat. Die fressen dann schon ein bisschen was, aber entweder können sie es gar nicht aufnehmen, weil sie verdauen es nicht wirklich, oder sie futtern sowieso tatsächlich wenig. Einfach weil, das ist für die natürlich, dass der Stoffwechsel entsprechend runterfährt und gesteuert ist das Ganze über die Tageslänge. Das hat also auch nichts mit Klimawandel zu tun, dass jetzt im Klimawandel mit weniger Winter, weniger kalt, die jetzt irgendwie wieder mehr Futter bräuchten, weil ihr Stoffwechsel weniger runterfährt. Das macht er genauso wie vorher auch. Das ist also über die täglich abbekommene Dosis Licht gesteuert. Und an der Tageslänge ändert ja jetzt auch im Klimawandel nichts. So, und in diesem runtergefahrenen Zustand gibt es jetzt so diverse wichtige Dinge, die man dazu wissen muss. Und da hätte ich eine Grafik vorbereitet und werde die dann per Voice-Over hier jetzt mal einblenden, damit man so ein bisschen die Zusammenhänge zwischen eben Nahrungsaufnahme, Energieverbrauch, verfügbarer Nahrung und die Punkte, wo überhaupt eine Notzeit sein könnte, damit man das noch ein bisschen besser begreift. Das ist ein etwas längerer Exkurs jetzt. So, ich mache hier ein bisschen frech vom Zitatrecht Gebrauch, dass man Bildzitat technisch nur dann anwenden kann, wenn es sich um ein wissenschaftliches Werk handelt, mit dem man zitiert. Das ist bei mir der Fall. Es ist zwar nur populärwissenschaftlich, reicht für diesen Zweck aber aus. Den Link zum Vortrag von meinem ehemaligen Professor König, der entsprechend bei der TUM, hier oben rechts im Bild, Technische Universität München, an meiner Alma Mater eben für sämtliche Wildfragestellungen zuständig ist, habe die entsprechenden Vorlesungen sehr genossen. Um Erlaubnis gefragt habe ich allerdings nicht und wie gesagt, hoffe, dass das hier mit dem Zitatrecht soweit gedeckelt ist. Ne? Also, was wir hier sehen, was auch der Herr König in seinem Vortrag natürlich nochmal viel besser erklärt, als ich das kann und uns damals auch in der Vorlesung mit einer ganz, ganz ähnlichen, wenn nicht sogar mit dieser Grafik erklärt hat, ich erinnere mich noch, das war eine tolle Vorlesung, hat wirklich gewissen Aha-Effekt gehabt, ist, dass wir hier sehen, die rote Linie, der Stoffwechsel bei Reh. Der erreicht, wie man hier schön sehen kann, unten die Monate aufgetragen, im Juni, Juli einen sehr, sehr hohen Wert. Also noch schlimmer im Juni, im Juli nimmt er dann schon wieder etwas ab. Und dann geht der Stoffwechsel runter durch das Jahr ins neue Jahr rein bis Februar und erreicht im Februar den Tiefstwert. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass im Februar auch tatsächlich wenig zu fressen zu finden ist
für die Rehe und das können wir sehen an der grünen Kurve, die hier mit Nahrungsaufnahme gekennzeichnet ist. Wir sehen, das Rehfrist beginnt so richtig intensiv zu fressen im August, im September, im Oktober, im November und auch im Dezember wird noch viel Nahrung aufgenommen und dann geht's, wenn der Winter erstmal richtig angefangen hat und so richtig kalt wird, also sofern es dann einen Winter gibt, das ist auch ein Thema des Vortrags von Herrn Professor König, jedenfalls ist da dann ein deutlicher Rückgang feststellbar im Januar, im Laufe des Januars, von Dezember zu Januar und im Februar ist die Nahrungsaufnahme nahezu nicht existent, während sie im März allerdings wieder ansteigt. Gleichzeitig steigt im März auch der Stoffwechsel und das Fettdepot, das ist jetzt die blaue Linie, die wir noch gar nicht angesprochen haben, befindet sich dort auf einem deutlich niedrigeren Level und wird, wenn wir jetzt dem Fettdepot wieder zum Anfang der Grafik folgen, Richtung April, Richtung Mai noch weiter abgebaut und geht immer weiter zurück, auch wenn da dann wieder eine gewisse Nahrungsaufnahme erstens möglich ist und zweitens auch stattfindet. Biologiebedingt sind die Rehe da auch noch mit anderen Sachen beschäftigt als nur fressen und demzufolge ist das mit der geringen Nahrungsaufnahme dann recht gut zu erklären und auch eben dem weiteren Abbau des Fettdepots, weil ja, wie wir sehen können, der Stoffwechsel im Mai und Juni eben auch sehr, sehr hoch ist. Also jedenfalls diese Stoffwechselraten, die sind absolut wissenschaftlich belegt, da gibt es auch nichts dran zu rütteln, dass die so stattfinden. Es geht übrigens um Rehe in Bayern, muss man der Fairness halber allerdings noch dazu sagen, das mag anderswo noch ein klein wenig schwanken, aber grundsätzlich ist diese Grafik schon der durchschnittliche Werdegang der durchschnittlichen deutschen Rehpopulation, wie gesagt, mit so ein bisschen Schwankungen vielleicht eben, je nachdem noch, was man sich genau anguckt. So, dann haben wir unten noch diese grüne Fläche, diese grüne Kurve, die ist eben die Vegetationsperiode, die da bisher so erst ab April so einigermaßen losging, dann in den Mai hinein, dann wurde es dann schon ordentlich sprießend, die Sommermonate enormes Wachstum und gegen Oktober und spätestens im November dann auch wieder ausgelaufen. So, diese Vegetationsperiode hat sich jetzt natürlich verlängert, die Anzahl kalter Tage und die Anzahl hat abgenommen, die Anzahl heißer Tage hat zugenommen und vor allem Dingen hat zugenommen die Zahl der Tage, die von ihrer Temperatur her in der Lage sind, ein üppiges Pflanzenwachstum zu ermöglichen. Damit kommen wir zu einer deutlichen Verbreiterung der Vegetationsperiode, weshalb nicht anzunehmen ist, dass da irgendwo innerhalb der Vegetationsperiode oder und Bereichen, die doch von der Vegetationsperiode irgendwie tangiert werden, mit Futtermangel zu rechnen wäre. Insbesondere bei der Abnahme des Stoffwechsels des Reh, das halt eben an solche Lebensverhältnisse seit Jahrtausenden angepasst ist. Wenn also überhaupt irgendwo es möglich ist, dass es zu einem Nahrungsengpass kommen könnte, dann ist das hier der Fall, wo ja eben die Fettreserve sehr niedrig ist, der Stoffwechsel langsam wieder ansteigt und gleichzeitig im Februar, März noch nicht mit nennenswert üppiger Vegetation, die fürs Reh oder andere Schalenwildarten, Ausnahme das Wildschwein, geeignet wäre. Ja, also das kann man alles hier ganz schön ablesen und dafür müsste es schon ein extrem kaltes Jahr sein und auch wirklich viel Schnee liegen und wirklich miese Bedingungen herrschen und man am besten das Reh noch ganz viel stören, damit es besonders viel rumrennen muss und der Stoffwechsel noch weiter ansteigt. Und im Übrigen muss man auch noch der Fairness halber dazu sagen, eine gewisse Mortalität von Rehen, dass da hier und da mal eins wegstirbt, ist halt eben nun mal Natur. So. Also, das war jetzt der Stoffwechsel fürs Reh. Der ist simultan mit dem Hirsch, simultan mit der Gams, simultan mit dem Steinbock. Das funktioniert eigentlich quasi überall ungefähr so in diesem Stil. Die Schalenwildarten haben halt einfach gelernt, sich an ihren Lebensraum diesbezüglich anzupassen. Das machen sie schon seit Ewigkeiten und in Mitteleuropa haben sie alle so in etwa diesen Zyklus, weil es halt der ist, der am meisten Sinn macht und der ihnen ermöglicht, als Pflanzenfresser, der im Winter wirklich Schwierigkeiten hat, nennenswert Futter zu finden, diesen dann auch gut zu überstehen, eben durch
Fettreserven durch reduzierten Stoffwechsel. Und dann klappt das auch ganz gut. Natürlich ist damit eine gewisse natürliche Mortalität verbunden. Und das gehört eben nun mal dazu. Sterben ist ein essentieller Bestandteil eines jeden Ökosystems und in der Natur ein ganz normaler und wirklich extrem wichtiger Vorgang. Ohne den könnte diese Kreislaufwirtschaft, die bis zu einem gewissen Maße als offenes System, allerdings ja nicht jetzt ein Kreis, der immer geschlossen funktioniert, sondern mit gewissen Abweichungen und Störungen, die auch ganz natürlich eintreffen können. Deswegen muss man mit diesem Kreislaufbegriff immer ein bisschen vorsichtig sein. Den gibt es phasenweise. Diese Phasen werden aber gerne dann auch mal eben wieder ganz natürlich unterbrochen. Ja, aber solange dieser Kreislauf eben so weit funktionieren soll, dann ist auch Sterben eben essentiell und die Bestandesdichte muss sich ihrer Umgebung anpassen können, muss schwanken können und solche natürlichen Schwankungen beinhalten dann auch eine erhöhte Mortalität in harten Wintern. Das ist normal für Wildtiere und das wäre bei Wildtieren auch immer dann zu erwarten, wenn wir halt nicht hingehen und entsprechend füttern. Ja, und an dieser Stelle abruptes Schnittchen, weil morgen geht's weiter. Wir haben jetzt bisher erstmal größtenteils über das Reh gesprochen, ein paar grundlegende Dinge geklärt. Das bitte einmal kurz so speichern. Notzeit beim Reh, also nahezu unmöglich. Fütterung beim Reh sicherlich nicht erforderlich. Der Vollständigkeit halber möchte ich kurz noch darauf hinweisen, das mache ich im nächsten Teil zwar auch noch, aber das wäre wirklich wichtig, damit ihr keine allzu erbitterte Diskussion losbricht. Man kann natürlich trotzdem Rehe füttern, wenn man eben möchte, dass die besonders stark durch den Winter kommen und eine höhere Vermehrungsrate haben, weil man möglicherweise ein wirtschaftliches Interesse an einer nachhaltigen Bewirtschaftung einer Rehwildpopulation hat. Das wäre dann aber eine reine wirtschaftliche Überlegung. Das hat jetzt also mit einem möglichst naturnahen Rehbestand wenig zu tun. Kann man aber natürlich trotzdem machen und das kann auch legitim sein. Immerhin Rehbewirtschaftung in der freien Wildbahn ist immer noch deutlich mehr Ökofleisch als alles, was irgendwie aus Tierhaltung kommt. Deswegen ist eine Option. Ja? Aber mehr dazu und vor allen Dingen dann auch noch auf andere Tierarten bezogen im nächsten Teil, morgen dann. Bis morgen. Tschüss.